Hey, ich bin Mima der Serax und herzlich willkommen zum fünften Part zu Let's Play Doom 64, meine Lieben. Dieses Level ist kein Hakenkreuz, nein. Wir haben 5:30 Uhr morgens, eigentlich schon fast 5 Uhr morgens. Ja, warum so früh? Keine Ahnung. Das war eine spontane Entscheidung. Ich glaube, weil ich wusste, dass ich hier letztes Mal abkackte. Ich glaube, ich kam gar nicht weiter. Das weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall sehe ich es an meinen Saves. Von der zweiten Version. Auch noch was mitzureden, Arschlöcher. Dass da halt meine Gesundheit und meine Rüstung so ziemlich den Bach runterging. Ja, dieses Level ist eigentlich auch schon gefährlicher. Ja, schlagt euch gegenseitig hier. Kackdämon. Aber ich bin mal gespannt, ob es hier auch so ein wirkliches Special Worlds gibt. So wie bei Wolfenstein 3D damals, da war es Pac-Man. Bei Doom 1, da weiß ich es jetzt nicht, aber bei Doom 2 gab es eine Anspielung an zum Beispiel Wolfenstein. Ich sehe gerade, dass mein Bildschirm leicht im Bild ist. Was ist hier los mit den Einstellungen? Ja, ist klar, es ist fucking morgens. Aber ich bin eigentlich jetzt fitter als das will ich nachher haben. Ich bin jetzt fitter als heute Abend auf jeden Fall. Vermutlich auch am konzentriersten. Also morgens ist immer die Phase, wo meine Konzentration am ehesten gebündelt ist. Abends, dann möchte ich nichts mehr wissen. So, das war jetzt mehr schlecht als recht. Hast du den Schalter gedrückt? Kann ich nicht drücken? Was sind hier? Da läuft's drin. Müssen wir ein bisschen knuddeln mit unserer Schrotflinte. Ja, heute ist wieder so ein Tag. Fick dich! Einfach von hinten. Mach ich dir ja nicht. Wow. Auch rein. Ja, die hatte ich gerade zur Hand. Bup. Ha! So, da habe ich dich ausgenockt. Oh, wir haben es. Vor allem heute. Ich habe bis 19 Uhr bin ich heute unterwegs. Müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Bis fucking 19 Uhr. Und ich, normalerweise würde ich jetzt schon losgehen. Aber ich habe so gedacht, wenn ich mich jetzt beeile, kann ich diesen Part aufnehmen, weil ich so richtig Bock drauf habe. Fucking Bock! Kann ich jetzt diesen scheiß Schalter bedienen? Dich habe ich ganz verdrängt. Also zum Glück nicht so schlimm. Und nachdem wir an die Materialien herangekommen sind, sollten wir... Dazu müssen wir etwas schneller sein. Merken wir uns mit dem Schalterchen. Auf jeden Fall. Wo war es denn? Da ging es nicht rein.
Ich denke immer, irgendwas öffnet sich. So. Ab jetzt dürfen wir nicht mehr getroffen werden. So, die geht jetzt runter. Wir drehen uns um und hallo. Deswegen nicht gleich runter. Jetzt möchte ich auf jeden Fall nicht mehr getroffen werden, sonst kotzt es mich richtig an. Und ich werde getroffen, Leute. Die Rüstung sammle ich aber dennoch noch nicht ein, weil es etwas schlauer ist. Ja. Bescheuert? So, jetzt müssen wir aufpassen. Oh ja. Friss Chain Gun. Eine Katze. Ich höre sie vom Nebenzimmer, wie sie scheißen geht, weil sie immer an ihrem Katzenklo kratzt, an diesen Außenwänden. Das kotzt mich immer an, Leute. Dieses billige Stück hebt auch ihren Arsch immer so hoch. Wie viel Arschsex? Neue Waffe? Ich kenne eigentlich aus den anderen Dooms. Also aus Doom 1 und 2. Jetzt müssen wir aufpassen. Genau. Dieses Level-Design hier wieder. Das habe ich getrollt. Ja, fickt euch gegenseitig. Ihr Kackbratzen. Was wollt ihr nochmal sagen? Mir ist es entfallen. Hallo. Du kommst da nicht raus. Du bist eingesperrt. Dann komme ich nicht rein. Das öffnet sich irgendwie via Schalter. Oh. Hallo. Das wollte ich nicht. Toll. Ganz super. Ganz toll gemacht, Sirax. Ja, was hier? Fick dich. Boah, Alter, ist der am Trollen oder was läuft hier? So, da nicht rein. Ich habe letztes Mal den linken Schalter gedrückt. Jetzt drücke ich mal. Ach so, ich brauche hier einen Red Key. Den kriege ich da unten. Irgendwo. Hör auf mich zu trollen, du scheiß Plattform. Kann ich runterfallen? Es tut auf jeden Fall weh. Da ist das Exit. Kommen wir aber nicht ran. Soll ich die Ghostbusters holen oder was ist hier los? Was ist das? Egal. Schreckschwere Not. So. Ich wusste es, dass da noch ein Wichser ist. Jetzt dürfen wir den ganzen Scheiß wieder zurücklaufen. Oder auch durch diese Teleporter-Dingens durchgehen. Aber ich mach's nicht. So, du Bastard. Oh, dich habe ich ganz vergessen, ey. Die trollen wirklich einen hier. So, unten sind ein paar Löstzöllchen. Ja, hier kommen gleich zwei. Hallo, du Wichser! Imbis! Oh, dieses scheiß Level-Design! Ich hab eine Antwort für euch! Mach die scheiß Tür auf, du Pisser! Willst du mich verarschen? Warum gibt ihr das? Ist es jetzt offen? Natürlich nicht. Warum stelle ich die Uhr nicht einfach mein Wecker? Kennt ihr? Weckerchen! Ja, das ist die Munition, so die, das ist in Energiezellen-Ding ins Kirchen. Ja gut, nimm die Armor hier. Du armer Verschnitt. So,
hier schön an den Seiten bleiben. Das ist hier der Trick, sonst nimmt man permanent Schaden. Hallo. Hallo. wo war's denn? Nach links? Ich hab Angst. So sehen die Teile hier aus, als wo dumm eins und zwei waren solche weißen Wichsanzüge. Und hier sind es solche, ja, was ist denn das hier, so ein grünes Giftzeichen. Das heißt, sieht sehr gesund aus. Ich werde hier gleich sauer. So, jetzt können wir hier durchlatschen. Hallo. Man kann das natürlich auch ohne machen, aber... Was sind die fucking Lost Souls? Sie kommen gleich, oder? Ich habe auch ein bisschen Brutal-Doom gespielt, habe ein bisschen meine Einstellungen verändert. Konnte die Viecher tatsächlich noch schneller machen. Und nur mal so... Sollte ein LP davon mal auftauchen. Und ich plane das nicht als Filler wie das hier. Sondern ich plane das wirklich als richtiges, regelmäßiges LP. Richtig kraft. Dann wird's hier wirklich hardcore, weil ich stelle das dann auf sehr, sehr fucking fuck schwer. Auf Realism, um genau zu sein. Oder zumindest Black Metal. Und dann könnt ihr mich schreien hören. Manchmal. Ja. Damit anfreunden mit dieser Funktion hier. Das Gute ist aber, ich bin da eigentlich sehr fit in dem Spiel. Was muss ich jetzt nochmal machen? Wo hat sich jetzt was aktiviert? Hä? Ich bin so blöd! Also das Teil sagt, irgendwo ist hier Secret, aber das hast du schon, glaube ich. ich hole mir die Rüstung. Wenn ich schon dabei bin, hier durchzulatschen hier, dann kann ich auch gleich so lackere Rüstung hier holen. Wir sind ja schnell genug. Drück den fucking Schirm. Oh nö. Das ist... Das ist scheiße. Jetzt komme ich nicht mehr daran. Ey. Willst mich verarschen? Das muss ich auch nicht mehr. Eigentlich wusste ich es gar nicht. Das wusste ich echt nicht. Weil ich habe ja das bloß einmal hier durchgespielt. Also dieses Level. Verständlich. Hallo. Ach, da müssen wir. Na, Leckerchen. Ich weiß schon, was kommt. Weil ich jetzt nachgeschaut habe. Ja, wir kriegen permanent fucking Schaden von diesem Kackzeug. Du Pisser, du Hässlicher. Jetzt haben wir null Armor und kriegen den echten Schaden, nicht mal den halben. Boah, oh, leck mich. Ich bin ja eigentlich recht fit in Doom. Möchte ich mal behaupten. Jetzt müssen wir da lang. Aber das geht mir jetzt möchte ich auf die Klütze nicht. Das ist eigentlich jetzt... Dieses Doom habe ich jetzt nicht so. Das, ich habe die anderen zwei Dooms wesentlich besser drauf. Mal so. Kann ich jetzt hier durch irgendwelche Scheiße hier machen? Nein. Jetzt müsste es eigentlich auf jeden Fall... Hey. So, jetzt nehmen wir am besten das hier auf Pick-up, der Scheiße hier. Es ist ja jetzt natürlich großartig. Keine Armor, nix. Geschmissen bekommen. Raff dich, du Raffzahn hier. War das nicht ein Imp? Nightmare Imp? Auf dem, ja, ich habe das auf niedrigeren Schwierigkeitsgrad. Auf ein Own Doom habe ich das gespielt. Das ist quasi hier in Anführungszeichen Mittel. Ich habe 20 vor angefangen. Ich zeige das nächste Level. Ich bin auf jeden Fall wesentlich weitergekommen. So.
Ja, ich konnte dieses eine scheiß Secret nicht finden. Nicht finden. Es war direkt vor meiner Nase. Oh, nein. Ich bin verwirrt. Habe ich dieses Level, das ich gerade gemacht habe, eigentlich schon gemacht? Ja, wie in der anderen Version. Ich gehe mal auf Double AC. Also schaden kann es nicht, die Levels nochmal zu machen. Hallo. Das fängt ja geil an. Nicht mega Eslan. Gut, dass ich mehrere Saves hier mache. So, wir brauchen jetzt auf jeden Fall hier Power. Ich werde das hier ein bisschen anzocken. Ein bisschen auf die Uhr. Ich stelle ich jetzt hier ein bisschen penetrant vor meinem Bildschirm, sieht aber nicht. Ich mache bis 6 Uhr noch. Das sind ungefähr 5 Minuten oder 3. Ach, das ist das Level. Jetzt fängt die Scheiße richtig an zu kochen. Weil das ist das letzte Level. Das ist der Last Stand hier. Ihr hört's. Also... dieses Ambiente. Komme ich jetzt hier noch raus? Ja. Müsst ihr mich ficken. So. Können wir noch ein bisschen umbringen? Mache ich aber jetzt nicht. Möchte ein bisschen euch zeigen, was ihr so erwartet. Ich versuche mal durchzurennen. Nee, es ist nicht leicht. Na komm. Aha. Ja, hier geht's runter. Hier sind sehr viele Fallen. Dieses Spiel ist allgemein penetrant voll. Voller Fallen. Die habe ich ganz verdrängt. Gut, dass ich das jetzt nochmal hier... bin ich nächstes Mal besser. Also durchspielen werde ich dieses Level garantiert nicht. Diese Nightmares hier. Ah, oh, du Pisser, du hässlicher Schmau. Ah, oh, ja, lutsch mir ein, du Sack. Oh, meine Güte, Kaspersky! Ich weiß ja, dass du stirbst, dass du nur das Beste für meinen scheiß PC haben willst. Aber nicht in meiner fucking Aufnahme. Da werde ich wild. Das ist fast genauso schön wie diese Scheißpoppe und so eine Scheiße. Ja, toll. Toll! Grandios! Vom Allerfeinsten. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier nicht verreck. Stirb du Nuttensohn! Geh mir nicht auf der Eier! Oh! Oh ja! Wusste gar nicht, dass... wusste gar nicht, dass das da unten auftaucht. So. Da können wir nicht durch. Jetzt weiß ich nicht, wo die scheiß blaue Karte ist. Die ist auf jeden Fall irgendwo. Gute Beschreibung, Sirax. Ich weiß nicht, wo die Karte ist, aber sie ist irgendwo. Ja, bestimmt. Also da drin ist auf jeden Fall großer Raum. Wir müssen eigentlich hier durch. Weil hier ist diese scheißblaue Karte. Sirax, bist du blind? So, jetzt können wir auf jeden Fall hier durch. Haben unseren Spaß. Ultimativ. Und hier wird was Großes passieren. Aber ich verabschiede mich jetzt. Ich würde am liebsten noch mal eine Stunde länger machen. Und dann wieder ins Bett gehen. Während ich rendere. Ich bin eigentlich so lange unterwegs, dass ich den PC nicht anlasse. Dann haut rein. Bis zum nächsten Mal. Euer Sirax. Ciao.